Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Schönbau. Ja, ich muss mich entschuldigen, das neue Video hat etwas länger gedauert, bis es online war. Aber nun ist es soweit. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Kameratool und der ganzen Aufnahme. Das war die erste Aufnahme mit dem Kameratool. Und das Ganze funktionierte dann mit Bildern, die man zusammenfügt, so zum sogenannten Stop-Motion. Und es ist nur eine kurze Kamerafahrt, die übrigens ganz am Schluss des Videos kommen wird, wo wir diese Strecke hier abfliegen werden mit dem Bau. Und das Ganze hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet als angenommen und mein Aufnahmetool, mein Videoschnittprogramm, hatte da seine große Mühe damit, aber schlussendlich hat es jetzt geklappt. Ich habe das Ganze auch von der Geschwindigkeit her angepasst und ich denke, das funktioniert soweit. Und am Ende dieses Videos werdet ihr dann also diese Überfahrt, also dieser Überflug noch zu sehen bekommen. Nun, aber jetzt zur aktuellen Folge. Was bauen wir hier? Und wie ihr schon seht, wir befinden uns in den Alpen, also in den Bergen. Und ich habe mich versucht, hier ein bisschen mit einem Turm und einer Burg zu arbeiten. Das war aber das erste Mal jetzt und ich kannte noch nicht ganz so alle Teile. Darum habe ich hier begonnen mit diesem Turm und habe dann auch immer wieder mal versucht zu schauen, ob man die aus der Entfernung auch gut sieht. Lustig war dann auch, als ich diesen Turm gesetzt habe, habe ich die passende Mauer nicht gefunden. Und das fand ich dann ein bisschen komisch. Und dann habe ich mich dann aber irgendwann umentschieden, so, na, ich baue keine Burg hier, sondern nur einen Turm, oder? Ja, und dieser Turm, das ist dieser hier, den habe ich gesehen, oh, der ist ja viel größer und der passt eigentlich viel besser hier hin. Und das Ganze wird dann also nur so ein Watchtower sein. Und dieser werde ich als Ausflugspunkt, natürlich als Ausflugsziel, wollte ich den hier verbauen und darum hier auch dann der Weg, der dann hinuntergeht bis zu den Gleisen. Das Ganze gestaltete sich auch etwas schwieriger mit den ganzen mit dem ganzen Terrain hier, dass das Ganze ein bisschen ja nicht ganz so steil aussieht, aber auch irgendwo durch noch ein bisschen natürlich gewachsen. Und so habe ich mich dann versucht hier mit noch einem kleinen Bahnübergang, so dass es auch ein bisschen noch Interaktion gibt mit dem Schienenverkehr, der ja hier durchgeht, die Bergstrecke. Und so habe ich dann versucht, hier ein bisschen ein Ausflugsziel zu gestalten. Also wenn man dann im Zug fährt, dann kann man diesen Turm auch von Weitem her sehen. Und das gibt ganz schöne Szenen, denke ich. Und solche Sachen werde ich natürlich auf dieser Strecke noch viel mehr einsetzen und verbauen, weil das bietet sich ja an. Es wird also nicht der letzte Turm gewesen sein. Es könnte auch gut sein, dass ich noch eine größere Burg plane. An einem Ort, wo man dann aber auch über die Straße hinkommt. Also ohne es gibt ja leider keine so kleinen Bahnhöfe, wo man nur so einen auf Halt, also auf Verlangen, Halt auf Verlangen heißt das in der Schweiz. Eine Haltestelle, das sind dann halt immer zu große Bahnhöfe und die NL-Module, wo man ja ohne Häuschen noch bauen könnte, die machen bei mir irgendwie Probleme, darum möchte ich die eigentlich möglichst nicht einsetzen und darum werde ich einfach nur so in Theorie werde ich so theoretische Bahnsteige werde ich da noch basteln. Natürlich auch hier unten an der Straße, da gibt es am Bahngleis, da habe ich noch keins, so eine Haltestelle gemacht, die werde ich noch basteln, am besten mit der Dammmod oder so, wo ich mich noch nicht ganz so, wohlfühle, heimisch fühle mit dem Tool. Aber das kommt noch, ich werde da auch noch ein bisschen üben. Quert hat mir auch gesagt, es ist nicht so schwer, einfach üben, üben, üben. Von daher werde ich das machen. Hier noch ein Shoutout an Train Gamer betreffend dem Video zur Erklärung des Kameratools. Das habe ich mir reingezogen und anhand von dieser kurzen Erklärung
die zwar im Grunde gesagt nicht so viel aussagt, aber dennoch einiges erklärt, habe ich mich dann auch daran gewagt, mit dem Kameratool zu arbeiten. Und eben das Ergebnis werden wir in etwa, ja, ich denke 3 Minuten werden wir das etwa sehen. Währenddessen hier auf dem Screen nach wie vor natürlich die Umgebung etwas ausgearbeitet wird. Zum einen mit den Felsen, mit dem Dreck unten dran. Natürlich dürfen auch keine Bänke fehlen, damit die Zuschauer, also nicht die Zuschauer, die Besucher sich ausruhen können auf dem Weg nach oben. Oben natürlich dann eine Aussichtsplattform neben dem Turm hier mit verschiedenen Bänken in allen Richtungen, dass man die Aussicht genießen kann. Dann habe ich auch noch ein paar Personen erst hier hingesetzt, nach der Technik von Hans Dampf, immer in kleinen Gruppen und nicht allzu oft alleine stehend, sondern immer so ein paar so kleine Gruppen. Das sieht in der Tat sehr gut aus. Dann habe ich auch noch ein paar sitzende Figuren gemacht. Ich wusste gar nicht, dass die dann wirklich auch sich hinsetzen und habe gedacht, ah doch, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und so entsteht dann hier oben ein bisschen eine Szene, die auch ein bisschen lebt. Hier habe ich noch eine kleine Feuerstelle gemacht, wo man dann zum Beispiel auch seinen Servila bröteln kann oder so, wie wir Schweizer sagen, oder eine Wurst grillen. Natürlich eben nicht, wir sagen bröteln. Und ja, kommt glaube ich auch noch mal in einen Baum oder sowas, kommen noch hin. Ah, Holz, natürlich, oder? Gut, ist natürlich jetzt nicht gerade das Feuerholz, aber es sieht schon ganz okay aus. Und dann habe ich mal auch gecheckt, wie es aussieht von der Seite her. Und ja, hier sieht man jetzt, wie ich mit dem Damm-Mod oder mit dem Mauer-Mod noch etwas versuche. Ich wollte hier eigentlich so wirklich ein schönes gebautes Tracé machen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was genau falsch ist oder was ich falsch mache, aber irgendwie will das nicht so, wie ich das gerne hätte. Eigentlich hätte ich hier dann gerne eine Mauer gemacht und das Ganze schön aufgefüllt. Aber ja, eben irgendwas mache ich falsch. Ich weiß es nicht. Ich muss da wirklich nochmal off-cam daran testen, weil das macht nicht wirklich Spaß, da zuzusehen. Darum habe ich es dann aufgegeben. Habe noch ein bisschen am Terrain gearbeitet und ja, ich denke, das war es jetzt eigentlich dann schon gleich von der Zeitraffer. Und dann sehen wir uns noch die Kamerafahrt an. Ganz genau, die sollte eigentlich jetzt dann gleich kommen. Noch nicht. Gut, wir warten noch einen Moment. Aber bald ist es soweit auf jeden Fall. Ja. Ihr dürft mir dann natürlich auch sehr gerne noch Feedback geben zur Kamera. Ah ja, das passiert mir immer mal wieder, dieses Scheißfehler. Immer mal wieder Feedback geben, wie ihr meine Videos so findet. Da kann ich natürlich dann auch immer wieder mal etwas verbessern oder anpassen. Jetzt eben zum Beispiel diese Kamerafahrt ist jetzt komplett was Neues für mich. Wie ihr die findet, ob ihr gerne mehr von denen hättet, bitte nicht, das ist so viel Arbeit. Aber ich kann es verstehen, weil es sieht wirklich sehr gut aus. Es gefällt mir auch selber sehr gut. Aber es ist halt mit enorm viel Arbeit verbunden. Gut, man wird dann mit der Zeit natürlich auch besser und weiß in ungefähr, zumindest weiß ich in meinem Tool, was, wie, wo. So, jetzt hier die Überfahrt. So, wir werden jetzt uns langsam da hinten zum Turm bewegen. Den sieht man schon, es wird jetzt dann auch gleich noch eine Durchfahrt eines Zuges geben, da kommt sie schon. Perfekt getimed mit dem Überflug über den Zug. So, und jetzt kommen wir hier durch dieses Tal und man sieht den Turm, sieht man wirklich schon von sehr weit und das ist einfach, ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. So, und jetzt drehen wir uns hier. Es war meine absolut erste Kamerafahrt, also ich habe hier auch wirklich geübt und getestet, aber ich denke, schlussendlich ist sie ganz gut rausgekommen. Ja, ich werde mich hier schon mal verabschieden. Ich hoffe, euch hat die neue Folge gefallen und wir gehen davon aus, dass am Donnerstag die nächste Folge kommt. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer MJ.